Grüß euch, Gaut miteinander und Hallöchen zu einem weiteren Part von Alex. Meine Lieben, wir sind hier in einem Siedlerdorf, wo irgendwie alles beieinander ist. Egal ob Kleriker, Berserker, mittlerweile auch ein abtrünniger Alp, den wir eingeschmuggelt haben. wir sind hier, ja, in einem schönen, idyllischen Örtchen und quatschen ein bisschen mit den Leuten, nehmen ein paar Sachen mit, geben Spenden ab, damit das Dörfchen hier wächst und gedeiht. Mittlerweile haben sich hier Händler breit gemacht durch unsere Spende. Ja, wir können hier in jedem Häuschen schlafen, wir können hier alles mitnehmen. Das ist echt cool, cool. Schlafen brauchen wir dabei, glaube ich, nicht. Klopapier nehmen wir natürlich auch mit. Oh je, wenn ich den Topf daneben sehe, den Eimer, weiß man, warum das Klopapier daneben steht. So, ja. Jo. Ich wollte mir da kurz ein bisschen umschauen. Also Frischwasser haben wir auch mehr als genug. Das ist halt, es ist echt schön hier. Gefällt mir sehr gut. Also wenn die Welt untergehen sollte und es gibt mal Berserker, die so auf die Natur achten, wie es hier getan wird, dann ist schon klar, dann werde ich Berserker. Jo. Ein bisschen gärtnern kann ich ja noch. Das weiß ich noch von meiner Arbeit. Jo. Und zur Not kann ich auch noch Würstel einlegen. Muha. Das geht auch. Also so verpacken, ne? So, da waren wir ja schon, glaube ich, ne? Dann müssen wir hier rauf. Servus. Oh, da ist schon der Leut. Okay, das ging jetzt schneller als gedacht. Ich weiß gar nicht, ob wir mit dem schon quatschen sollten. Da hinten springt auch einer rum. Halt, das Setzerbrot, habe ich gerade gesehen. Ist ein bisschen finster, ne? Warum ist denn der so finster? Trockenfleisch. Her damit. Lalala, lalala. Und Metallschrott. Und ein Hammer. Und das war der Hammer. Wow. Dann da hinten ist nur ein Krug. Sonst nichts. Aha, da ist noch was. Also das schaut schon sehr verdächtig aus. Ein Keller. Aha. Mit einer Ratte. Und ein Kartenstück. Aha. Schwung. Wow. Dramatisch. So, lala. Und ein Geldbündelchen. Her damit. Sollte Geld wieder was wert sein, also unser altes Papiergeld sind wir dann reich bis dorthin. Wow. Jawohl. Außer wir geben es einem Sammler. Der ist dann reicher als wir. So. Okay, das wäre soweit. Aha, da sind wir jetzt. Verstehe. Na gut, dann würde ich sagen, nachdem er sich gerade ausgeschnäuzt hat, ohne Taschentuch oder Klopapier, Herr Lloyd. Und aus der Mitte entspringt ein Keim der Hoffnung. Bedroht durch den Sturm aus dem Norden, halten wir das Auge mit Stolz und Zuversicht. Ich nehme an, du hast hier das Kommando. Ich bin Lloyd, geistiger Vater und Anführer der Menschen hier. Willkommen im Lager der Mitte, Fremder. Lass deine Waffen ruhen und schöpfe neue Kraft an unserem wärmenden Feuer. Der erinnert mich jetzt gerade ein bisschen an so eine Templer, ne? Oder die Sektenspinner von Gothic halt, ne? Ein bisschen. Aber das ist auch eine lustige Bande hier, ne? Ein Outlaw? Das passt überhaupt nicht charaktermäßig zu ihm jetzt, ne? Er ist Outlaw von der Kleidung her, ne? Und so ein Sanftmut, dass er glatt als Priester durchgehen könnte, oder? Interessant, wirklich. Lager der Mitte, sagst du. Ihr nehmt Flüchtlinge auf. Wie steht es um eure Kampfkraft? Also, na gut, fangen wir bei oben wieder an. Ne? Lager der Mitte und so, ne? Lager der Mitte, sagst du. Klingt ziemlich naiv für diese kleine Ansammlung von ein paar freien Menschen. Große Visionen werden immer belächelt. Das kümmert uns nicht. Es ist wie in jedem Spiel. Am Ende werden die Punkte gezählt. Der Krieg ist nur ein Spiel für dich. Nein, natürlich nicht. Doch wenn du die Spielregeln deines Gegners kennst, macht es vieles einfacher. Da hat er sehr wohl recht. Das ist auch taktische Kriegsführung, ne? Erzähl mir von deiner Vision, bitte, Jo. Erzähl mir von deiner Vision. Ich bin viel herumgekommen und habe auf meine alten Tage viel Erfahrung sammeln dürfen.
Die verschiedenen Gemeinschaften, die noch existieren seit der großen Katastrophe, haben alle eines gemeinsam. Es fehlt ihnen an Flexibilität. Sie sind alle Gefangene ihrer eigenen Gesetze und Verhaltensweisen. Doch gibt es viele Rohdiamanten unter ihnen, die unsere Sache wirklich voranbringen würden. Dieser Ort hier ist ihre Anlaufstelle. Mhm. Ihr kämpft also für die freien Menschen. Ihr kämpft für die freien Menschen? Wir kämpfen für Freiheit und Selbstbestimmung. Wir trotzen den Unterdrückern und den Verblendeten. Es wird jemand aus unserer Mitte sein, der die Welt in seinen Grundfesten verändern wird. Dein Erscheinen hier und dein Interesse an unserer Gemeinschaft beweisen das. Aha. Du glaubst, dass ein Mann die Welt verändern kann? Natürlich, ein Mann und sein Auto kämpfen auch gegen das Unrecht. Also ist alles möglich. Du glaubst, dass ein Mann die Welt verändern wird? Lassen wir doch die alberne Maskerade. Wir wissen doch beide, von wem wir hier sprechen. Commander. Du weißt, wer ich bin? Nein. Du bist nicht mehr die Bestie, vor der sie alle erzittern. Einst hattest du große Macht. Alles wurde dir genommen und trotzdem bist du wieder aufgestanden und wirst deine alte Kraft bald wiederfinden. Ich sehe hier einen aufrechten, starken Mann und seinen inneren Konflikt zwischen Mensch und Maschine. Wer, wenn nicht du, könnte wirklich etwas bewegen? Du siehst eine Menge. Ja, darum nennen sie mich Big Daddy und folgen mir. Oder er isst einfach sehr viel Karotten. Soll noch gut für die Augen sein. Hey, cool, ich mag den Kerl. Ich mag den echt, der ist echt, also mir ist er sympathisch. Ich hoffe euch auch. Ich würde echt gern da wirklich ein Mitglied dieser, innere Mitte oder so sein. Ihr nehmt Flüchtlinge auf. Ihr nehmt Flüchtlinge auf. Wenn es nur nach mir gehen würde, würden wir jeden hier leben lassen. Oh. Doch muss die Chemie unter meinen wichtigen Männern stimmen. Ja. Sie sind es, die das Ganze hier zusammenhalten. Das stimmt. Also, wenn sie dich mögen und du ihnen ihre Unterstützung anbietest, denke ich, wird niemand etwas dagegen haben, wenn du dein Lager hier aufschlägst. Ich muss ihre Aufgaben erledigen, um hier bleiben zu können. Fürs Erste wird es reichen, wenn du ihnen in Aussicht stellst, dich um ihre Belange zu kümmern. Wenn ihnen gefällt, was du zu ihnen sagst, kann ich dir eine Bleibe anbieten. Fair genug, oder? Boah, ist das cool. Wer sind deine wichtigsten Männer? Wer sind deine wichtigsten Männer? Da gibt es den Späher Jonesy, der sich im Umland um die herumstreunenden Mutanten kümmert. Dann ist da Eckart, der sich für die Verteidigung der Anlage hier verantwortlich zeichnet. Und natürlich Harley, unser Mechaniker. Den machst du vermutlich schon glücklich, wenn du ihm etwas Großes zum Reparieren bringst. Es sind gute Männer. Also zeig dich auch von deiner guten Seite, wenn es dir möglich ist. Natürlich, das ist unser Ziel. Naja. Also, Mechaniker und so, ne? Also mit dem Harley und mit dem Eckart haben wir schon gesprochen. Fehlt eigentlich nur dieser Typ, der außen herumrennt, ne? Dein Lagermeister Eckart ist ein harter Hund. Ja, Berserker halt. Dein Lagermeister Eckart ist ein harter Hund. Ja, das ist er. Aber ich bin froh, dass er da ist. Ohne seine Qualitäten als Kampfstratege wären wir schon so manches Mal von angreifenden Mutantenhorden überrannt worden. Er ist zwar etwas ruppig, aber ich denke, er weiß es zu schätzen, dass du ihn unterstützen willst. Sehr gut. Aber das war noch nicht alles, nicht wahr? Na, da wäre noch der Mechaniker. Euer Mechaniker Harley scheint ein Experte auf seinem Gebiet zu sein. Ja, richtig. Ich hörte, dass du ihm etwas richtig Großes in Aussicht gestellt hast. Allein darum hast du bei ihm schon einen Stein im Brett, denke ich. Cool. Da ist noch etwas, richtig? Ja, wecken wegen Eckart noch. Ich soll ihm helfen bei der Sicherung des Lagers. Ich konnte Eckart bei der Sicherung des Lagers helfen. Sehr gut. Ich hörte schon von deinen Gefährten. Seltsame Auswahl, die du da getroffen hast. Naja, irgendwie passen sie zu dem restlichen Haufen hier. Schon mal sehr gut. Einige Dinge wären da aber noch zu tun. Ich bin mir sicher, dass du sie auch noch meistern wirst.
Selbstverständlich, wir sind voll motiviert. Dann fällt mir gerade ein, unsere Drohne, die ist ja zum Reparieren irgendwo hingeschickt worden, ne? Die müssen wir auch noch finden. Die passt sicher auch super hier hin, weil sie ist ja auch unter dem Begriff Gefährte, ne? Dann hätten wir noch eine mehr und würden wir wieder haufenweise Erfahrungspunkte kriegen. Müssen wir gleich schauen, dass wir das erledigen können, so gut es geht. Wie steht's um eure Kampfkraft? Falls es halt geht, ne? Wie steht's um eure Kampfkraft? Wir haben einen Haufen kampferprobter Experten für unsere Sache hier gewinnen können. Unter der richtigen Führung kann es eine schlagkräftige Kampftruppe werden, die man nicht unterschätzen sollte. Jawohl. Na, Herr Ray, alles gut, alles locker. Der macht sich gerade ein bisschen gemütlich. Ich meine, ein bisschen was Positives hat das alles hier schon, muss man ganz ehrlich sagen. Das denke ich mal, ne? Die ganze Welt ist kaputt, ne? Die paar Menschen, die überlebt haben, bauen sich hier was auf, ne? Aber weißt du, was das Coole ist? Streng gesehen gibt es kein Finanzamt, keine Politiker, also nicht so, wie es wir halt kennen, und bei weitem ein besserer Weltfrieden. Ja, nicht perfekt, schon klar, aber das Leben hier, ne? Also man kommt schon über die Runden. Man lernt vor allem die Natur wieder mehr zu fürchten und zu schätzen, was auch nicht verkehrt ist. Servus, Herr Händler. So, ich muss da runter. Wir müssen jetzt den einen Kerl noch finden. Warte, das leuchtet hier auf. Immer noch Lloyd, warum? Große Veränderungen keimen oft in einer kleinen Zelle. Warum leuchtet er jetzt noch auf? Wir haben ja schon gesprochen mit ihm. Was haben wir denn da? Ein schönes Häusle. Also der lebt ja mal schick. Goldbrocken. Ui, eine Kiste. Ja, dann machen wir gleich auf. So, klick, 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 klick. Okay. Okay, das war für den Hugo. So vielleicht. Jawohl, so passt's. Zu einfach. Ja, ja. Kriegsbogen. Schau, den könnten wir fast führen. Da wird nicht viel fehlen. Kriegsbogen, Lebenssaft. Stellt 100%, also 100%, genau. Stellt 100 Gesundheit wieder her. Ja, ist halt so ein Steam. Wieder Zigarettenschachtel hätten wir auch noch. Wunderprächtig, nehmen wir alles mit. So, ich muss ganz kurz mal meine Tastatur verschieben. So. Was haben wir noch? Den ist ein Geldbeutel. Das kann jetzt sein, dass ich den nicht haben darf. Frechheit. Ja, da springe ich gerade vor Zorn. So. Ja, mit dem Zeugs. Halt. Also ist nur ein Hocker. Ein Hockerle. Metallschrott. Ruck. Ray nehmen wir nicht mit. Der ist ja schon mit. Aha. Also in die Tasche halt. Ne? Da passt er nicht rein. So. Was haben wir denn da noch Tolles? Zigarettenstange sogar. Mana. Hammer. Lalilalila. Lalilalala. Was haben wir noch hier? Nix, nix, nix. Einen Waschzuber. Na, der hat mal eine Badewanne, ne? Ist ja klar. Man muss nur der Chef von irgendwas sein, lebst du ganz anders. Rezept für Hochleistungssuppe. Aber die können wir doch schon, oder? Da können wir vielleicht das Rezept verkaufen. Das ist ja ein bisschen was wert. Aber eine schöne Küche hat er da. Muss man echt sagen. Ah, da geht's noch rauf. Du liebe Zeit. Aber die Leiter. Das ist eine Strickleiter, oder? Weil ganz ehrlich, wenn das nicht aus Holz oder so ist, die kann nicht viel aushalten. So, wir sind jetzt in einem Lager und da oben ist nichts. Ja. Da gehen wir glatt wieder. Das ist Frechheit. So, wir haben dich erfolgreich ausgeraubt. Ich hoffe, das macht nichts. So, Questelein. Die Macht der Mitte, so innere Mitte, ja genau, die finde ich bei mir selten. Die Macht der Mitte. Ein Fuß in die Tür. Hauptquartier, bla bla bla, Big Daddy. Häusersa, ein Fuß in die Tür. Eckhart, also das ist das, was wir immer erzählt haben, Bergungsarbeiten. Da bin ich mir nicht, hör auf, da herumzurotzen. Defektes Triebwerk, ja, ja, da, ja. Ja. Wie soll ich sagen?
ich habe keine Ahnung. Gegen diese Maschine können wir, glaube ich, noch nicht bestehen. Wenn die halbwegs so stark ist wie die anderen, die wir schon begegnet sind, diese Kriegsmaschinen, diese komischen, fürchte ich, dass das dabei nichts wird. Halt, das wollte ich gerade nicht. Aber wo sind denn jetzt unsere Burschen eigentlich hin? Die sind irgendwie auch verschwunden. Ich wollte nämlich den Ray gegen Duras tauschen, weil er, glaube ich, stärker ist. Aber, ach, bleiben wir bei Ray. Er ist ja auch ein ganz netter Kerl. Ja, wen haben wir denn da? Eine Felsassel. Ist jetzt hin? Wo sind hin? Da. Na, würdest du? Ich triff nichts. Jawohl! 2 Erfahrungspunkte. Stimmt, Geld brauche ich dann auch noch. Ich will unbedingt das mit der Erfahrung plus dieses Schmuckstück da haben. So, komm mal. Wo kommst denn du jetzt her? Aber die sind nicht so stark. Jawohl! 2 von 10. Warum hast du das jetzt gemacht? Oh, Moment. Ist das nicht der Kerl, mit dem wir reden müssen? Halt, da war Setzerbrot. Setzerbrot. Das war jetzt schon der Kerl, ne? Hey, du! Ja, ja. Was glaubst du, wo du da hingehst? Das hier ist Sperrgebiet und du hast hier nichts verloren, Mann. Die Stimme kenne ich auch von Goffig. Aber zu wem hat die gehört? Ich weiß es nicht mehr. Boah, das ist jetzt echt traurig. Es tut mir sehr leid. Ich hoffe, ich beleidige keinen von den tollen Synchronsprechern. Aber mir wird es schon wieder einfallen. Nach Sperrgebiet sieht das hier aber gar nicht aus. Ich bin ja gleich wieder weg. Wem erteilst du hier Befehle, Würstchen? Nach Sperrgebiet sieht das hier gar nicht aus. Soll ich vielleicht noch ein paar Zäune für dich aufbauen oder was? Schnauzt du jeden gleich an, der hier vorbeikommt? Hey Mann, das ist eine gefährliche Gegend hier. Nur ein Schritt in die falsche Richtung und du bist erledigt, Mann. Also schwing deinen Hintern besser hoch in unser Lager. Oder verschwinde besser gleich ganz von hier, wenn du nicht als Mutantenfutter enden willst. Ja. Euer Lager ist nicht besonders gut befestigt. Mutanten sind überall auf Magalan. Mutanten sind überall auf Magalan. Mag sein, aber die in dieser Gegend sind besonders hartnäckig. Ich habe schon elendig viele von ihnen platt gemacht, aber sie kommen immer wieder. Mittlerweile sind es schon mindestens 10 Mutanten in der Nähe. Oh. Sie scheinen nur auf den richtigen Moment zu lauern, um unser Lager anzugreifen. Lauernde Wühler. Verstehe schon. Das ist eigentlich eine Quest, die wir jetzt da schon begonnen haben, obwohl wir die Quest noch nicht haben. Verstehst? Euer Lager ist nicht besonders gut befestigt, leider, ja. Euer Lager ist nicht besonders gut befestigt. Nein, Mann. Aber was erwartest du von ein paar heimatlosen Kämpfern, die versuchen, eine Bleibe zu finden? Wir versuchen, unser Leben hier draußen zu bestreiten, wie es eben geht. Und müssen nehmen, was wir kriegen können. Warum erledigst du sie nicht einfach? Ich könnte dir bei deinen lauernden Mutanten helfen. Jo, das untere. Ich könnte dir bei deinen lauernden Mutanten helfen? Ja, Mann, das ist eine gute Idee. Zusammen sollten wir eine Chance gegen die Biester haben. Ich sag dir, wie wir es machen. Du lockst sie einzeln zu mir hier rüber. Und wir machen sie dann gemeinsam platt hier oben. Okay? Jo. Du gehst und ich warte hier. Nein, das passt schon so. Risikominderung für die eigene Haut. Du kommst gefälligst mit, sonst kannst du die Sache gleich wieder vergessen. Ja. Du kommst gefälligst mit, sonst kannst du die Sache gleich wieder vergessen. Dachte ich's mir doch. Erst große Töne spucken und dann doch kneifen, was? Pass auf, Kollege. Ich kann hier nicht weg. Ich habe den Auftrag, das Lager zu beschützen. Wenn die Viecher das Lager angreifen, bin ich die letzte Bastion hier draußen, verstehst du? Auf keinen Fall werde ich meinen Posten verlassen. Also entweder machen wir es so, wie ich es gesagt habe, oder gar nicht. Also mach schon und lock die Mutanten hierher. Am besten einzeln, okay? Ja. Entzückend, ja. Hauptsache, wir kriegen die Erfahrungspunkte jetzt, ne?
Das ist mir ganz besonders wichtig. Ein Besen. Genau, mit dem verprügeln wir es, diese Viecher. Moa, nichts geht über einen stabilen Besen. Mhm. Gucci, 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 Gu. Ja, wo? Aha, da liegt schon einer. Gucci, 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 Gu. Ja, komm zu Daddy. Oh, renn mal auf. Ja, au. Nein, nicht da, du musst daher. Oh, der Part ist auch zu Ende. Au. Ja, ja. Hau ihn weg. Ich krieg keine Punkte, du bist ein Arsch. Weißt was? Da lock ich gar nichts dorthin. Ich mach mal so platt. Fertig aus, aber erst im nächsten Part. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Du bist so grauslich, echt. Nicht ihr, sondern er. Ach, naja, also ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Diese Männer. Wenn sie sich wenigstens die Hände waschen würden.